Ist euch das schon mal passiert, dass bei einer Wegbeschreibung jemand zu euch sagt, da nicht abbiegen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine Aufzeichnung aus meinem letzten Live-Unterricht. Es geht um das Thema Wegbeschreibung, welche Verben es da gibt und dass wir eben nicht wörtlich übersetzen. Und ich deute auch auf die Unterschiede zwischen Lateinamerikanisch und Spanisch. Dieser Live-Unterricht ist eine Idee für euch, wie unsere Mitgliederseite wird, unsere Membership-Seite. Ich habe nämlich vor, 4 bzw. 5 Mal im Monat so einen Live-Unterricht zu geben, aber eben nur für Mitglieder. Mir geht es darum, nicht unbedingt um Wissen, nicht nur ums Wissen, mir geht es um Sprechen. Ihr habt viel Wissen, ihr habt Material, ihr habt viele meiner Videos. Was ihr nicht habt, ist genug Übung. Ihr habt nicht genug Wiederholung. Und das ist das Einzige, was wir in einer gewissen Phase brauchen, ist das ständige Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Natürlich weißt du, verstehst du, akzeptierst du, dass dieses Wort abbiegen heißt. Aber wenn du das nicht immer wieder übst, fällt es dir nicht ein. Ein simpler Satz wie komme ich zum Strand? Hat nichts mit kommen zu tun auf Spanisch. Das kann ich dir erklären und du wirst es natürlich verstehen, aber wirst du es dann auch anwenden, wenn du nach einem Weg fragst? So, und das üben wir hier. Das ist also ein Ausschnitt jetzt aus einem Live-Unterricht. So habe ich es geplant, dass wir das in Kürze machen mit den ganzen Mitgliedern und die Information wird auf meiner Webseite zu sehen sein und hier ist die. Ich denke mal, eure Zunge ist jetzt ein bisschen gelockert worden. Fangen wir an. Das Thema ist zwar Wegbeschreibungen und als Untertitel haben wir: Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verfahren. Denkt mal kurz nach, wie würdet ihr das auf Spanisch sagen? Ich gehe jede Wette ein, dass ihr es nicht richtig übersetzen werdet. Das ist ja auch der Sinn hier, dieses Unterrichts, dass wir was Neues lernen. Ich habe mich verlaufen, ich habe mich verfahren. Zwei wichtige Sätze, die absolut nicht so auf Spanisch gesagt werden. Wir machen jetzt 10 Punkte. Ich habe mich verlaufen, ich habe mich verfahren, ist Punkt 10. Wir fangen mit Punkt 1 an, der meiner Meinung nach eins der schwierigsten anderen Sätze ist. Es ist, wie komme ich zum, jetzt können wir egal was sagen, wie komme ich zum Hotel, wie komme ich zum Strand, wie komme ich zur Bucht? Wie komme ich zur Touristeninformation? Dieser Satz, wie komme ich zu, wären wir ja vielleicht geneigt, mit dem Verb kommen zu übersetzen, ist es nicht. Wir haben zwei Auswahlverben, die 50-50 benutzt werden. Das erste ist llegar. Und das zweite Verb ist ir. Wir werden beide Verben mit vielen Sätzen üben. Und beide Verben haben gemeint, dass sie danach unbedingt die Präposition, welche Präposition brauchen? Ah, richtig. Also, ich gebe euch den spanischen Satz vor. Ihr sprecht mir nach. ¿Cómo llego a la playa? Prima, ich habe gerade gesagt, wie komme ich zum Strand? Jetzt sage ich denselben Satz auf Deutsch. Und ihr sagt ihn laut auf Spanisch. Wie komme ich zum Strand? Sehr schön. Wie komme ich zum Hotel? Traut ihr euch, es auf Spanisch zu sagen? ¿Cómo llego al hotel? Es ist ein männliches Wort. Wir haben jetzt al. Danach das Wort ist Hotel, das H wird nicht ausgesprochen. Mir ist es ganz wichtig, die Aussprache, dass das O vom Hotel ins Al reingeht. Also ich spreche vor, ihr sprecht nach. ¿Cómo llego al hotel? Schön. Nochmal, sprecht mir ja nach, bitte. ¿Cómo llego a la playa? ¿Cómo llego al hotel? ¿Cómo llego a la bahía? Bitte nachsprechen. Bahía heißt Bucht.
Es gibt viele Strände, die Eigennamen haben, die damit Bahia anfangen, das heißt Bucht. Mir geht es also heute nicht um Vokabeln, mir geht es ums Sprechen. Also bitte nochmal alle nachsprechen. ¿Cómo llego a la Bahía? Alle bitte nachsprechen. ¿Quiero ir a la playa? ¿Cómo llego? Was ist hier passiert? Auf Deutsch muss ich immer dazu sagen, wie komme ich dorthin? Auf Spanisch kann es dir aber passieren, dass das weggelassen wird. Weil du ja vorher schon gesagt hast, wo du hin willst, quiero ir a la playa, ¿cómo llego? Ihr könnt sagen, ¿cómo llego allí? Es kann aber auch weggelassen werden. Ne? Bitte nochmal alle nachsprechen. ¿Cómo llego a la playa? ¿Cómo llego al hotel? ¿Cómo llego a la bahía? Jetzt will ich zum Supermarkt. Kurz überlegen, Supermarkt ist männlich, also nehme ich al. ¿Cómo llego al supermercado? Bitte nachsprechen. ¿Cómo llego al supermercado? Oft sagen wir gleich den Markennamen mit dazu. Nehmen wir mal Aldi. ¿Cómo llego Aldi? Das A von llegar ist dabei. Aldi fängt mit A an, deswegen habe ich hier ein Beispiel genommen. Die zwei A's verschmelzen, wir setzen nicht ab. Bitte alle nachsprechen. ¿Cómo llego Aldi? Einfacher ist es, wenn es mit einem Konsonanten anfängt, zum Beispiel ein M. ¿Cómo llego a Mercadona? Bitte nachsprechen. Schön. ¿Cómo llego a Lidl? Ganz fantastisch. So, das waren Beispielsätze mit dem Verb llegar a. Wie gesagt, ich kann es genauso sagen, wie komme ich zum Strand mit ir. Das Wichtigste ist, dass wir nicht das Verb kommen nehmen, sondern wie gehe ich zum Strand, sagt der Spanier und auch der Lateinamerikaner. Also, bitte nachsprechen. ¿Cómo voy a la playa? ¿Cómo voy al hotel? Und danach können wir ja den Namen des Hotels sagen. ¿Cómo voy al hotel Iberia? ¿Cómo voy al hotel Ruiz? ¿Cómo voy al hotel Barceló? ¿Cómo voy al hotel Meliá? Ihr werdet euch wundern, warum ich so viele einfache Sätze wiederholen, weil es sehr irreführend ist. Ich kann euch die Information geben, wir sagen nicht kommen auf Spanisch, wir sagen llegar und ihr sagt, natürlich, wir sind ja intelligent, das haben wir jetzt verstanden. Es ist aber etwas ganz anderes, das anzuwenden, sich daran zu erinnern. Und das schaffe ich nur, indem wir es immer wieder wiederholen. Dass einfach der Klang, como llego, como voy, dass das sich richtig anhört. Und dass wenn einer, nicht ihr natürlich, wenn ein anderer sagen würde, como vengo al hotel, dass euch schon die Ohren wehtun. Ne? Das erreichen wir aber nur, indem wir ganz oft das Richtige wiederholen. Prima, dann machen wir mal weiter mit como llego a mi casa. Was habe ich da gerade gesagt? Wie komme ich nach Hause? ¿Cómo voy a mi casa? Wenn ihr jemanden besuchen wollt, wie komme ich zu deinem Haus? ¿Cómo llego a tu casa? ¿Cómo voy a tu casa? ¿Cómo llego a la casa de Pablo? ¿Cómo voy a la casa de Pablo? Punkt Nummer 2. Wenn wir uns danach erkundigen wollen, wo etwas ist, nehmen wir welches Verb? Wir nehmen natürlich está, super, donde está. Und
Es gibt auch ein anderes, was ihr gerade schon angesprochen hattet, wo befindet sich. Und ihr müsst natürlich nicht beide wissen, um etwas zu fragen. Ihr könnt mit Esther kommt ihr so gut klar. Die Sache ist nur, der Muttersprachler greift vielleicht Esther nicht auf, sondern antwortet dir mit dem Wort für es befindet sich. Hm? Wenn du also fragen willst, wo ist das Rathaus, sprecht mir mal nach. ¿Dónde está el ayuntamiento? Einschub für Lateinamerika. Wir sagen dort nicht Ayuntamiento, sondern Palacio. Nein, da lispeln wir ja nicht. Palacio Municipal. ¿Dónde está el Palacio Municipal? Ich habe mir gerade das Lispeln wieder angewöhnt. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, es dann nicht zu sagen. Auf Spanisch bleibt es für Spanien. ¿Dónde está el Ayuntamiento? Und die Person, die du fragst, sagt vielleicht, es da und erzählt was oder aber nimmt ein anderes Wort, es befindet sich. Und nur damit sich unser Gehör auch daran übt, was heißt finden auf Spanisch? Encontrar. Was heißt sich auf Spanisch? Ich sehe es bei niemandem, aber ich weiß, ihr wisst das alle. Se. Also sich befinden, das Verb in der Grundform ist encontrarse. Wenn ich also sagen will, das Rathaus befindet sich da um die Ecke, se encuentra. Warum spreche ich das an? Weil hier zwei Es aufeinander stoßen von se und encuentra. Ich möchte nicht nur, dass ihr eine tolle Aussprache habt und nicht sagt se encuentra, sondern se encuentra, zusammen. Sondern auch, wenn ihr persönlich darauf achtet, ist es viel leichter für euch, den Spanier zu verstehen und nicht zu denken, ach, die sprechen ja viel zu schnell. Weil der Muttersprachler sagt se encuentra, als wenn es ein Wort wäre. Bitte sprecht mir nach. ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde se encuentra el ayuntamiento? Nochmal, ¿dónde se encuentra el ayuntamiento? Super, wir wollen zum Wochenmarkt. Der Markt ist Mercado, es ist männlich. ¿Dónde se encuentra el mercado? Oder auch, ¿dónde está el mercado? Prima. Wir wollen zum Bahnhof. Es geht hier nicht um Vokabeln, aber wir müssen ja ein bisschen unsere Sätze variieren. Es ist wie die Zugstation. Wir haben das Wort Station. Ihr erinnert euch, ST gibt es nicht, geht nicht. Wir brauchen das E, Estación. ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde se encuentra la estación de tren oder trenes? Ihr sprecht mir schön nach. Super. Wer kennt das Wort parada? Wenn nicht, lernt ihr es jetzt kennen und es macht ja nichts. ¿Dónde está la parada? Das ist die Haltestelle. De autobús. Nochmal bitte. ¿Dónde está la parada de autobús? Schön, ihr habt ein gutes Tempo. Jetzt mit dem anderen Verb. ¿Dónde se encuentra la parada de autobús? Prima. Im normalen Leben, in einer echten Situation, fangen wir mit einer Entschuldigung an. Perdón. ¿Dónde se encuentra la parada de autobús? Gut, wir greifen zurück. Wie komme ich zum Strand? Perdón. ¿Cómo llego a la playa? Selbe Variante mit ihr. Perdón. ¿Cómo voy a la playa? Prima. Perdón, ¿dónde está el ayuntamiento?
für Lateinamerika, anstatt des Perdons, würde ich empfehlen, disculpar, aber in der gesitzten Form. Disculpe, jetzt frage ich nach dem Rathaus. ¿Dónde está el Palacio Municipal? Wir haben also diesen Riesenunterschied zwischen Perdón, ¿dónde está el Ayuntamiento? Und Disculpe, ¿dónde está el Palacio Municipal? Nur mal eben, damit ihr richtig das ganze Panorama der spanischen Sprache mitbekommt. So, auf Deutsch, wenn ich dir jetzt sagen will, wo du hinfahren sollst, was sage ich da? Ich sage, fahr geradeaus, fahr rechts, fahr links. Wir sind dazu geneigt, auf Spanisch dieses Wort fahren zu übersetzen. Ist aber nicht so. Machen wir nicht auf Spanisch. Wir nehmen in Spanien, ist ja fahren, conducir, in Lateinamerika, in vielen Ländern manejar, wir nehmen keins davon. Was sagen wir, wenn wir sagen wollen, fahr? Welches Verb? Ich versuche abzulesen, es ist ganz kurz. Ich glaube, ich habe es gesehen, es ist das Verb ir. Gehen. Egal, ob jemand im Auto uns fragt und technisch fahren wären, wir sagen immer ir. Und wie ist dann die Befehlsform, wenn ich sage, fahr geradeaus? Es ist ve. V-E. Wir fangen an mit ve. Und jetzt spalten sich wieder die Geister, die Gemüter, weil wir zwei verschiedene Wörter für geradeaus haben. In Spanien, recto. Lateinamerika, derecho. Und das fand ich persönlich schwierig. Derecho fand ich sehr verwirrend, weil ich derecha kannte. Und derecha heißt ja rechts. Wenn ihr also in Spanien jemanden auf einen Lateinamerikaner trifft und der euch sagt derecho, möchte ich, dass ihr an geradeaus denkt und nicht aus Versehen nach rechts geht, weil ihr nur derecha kennt. Das ist also ein bisschen schwierig. Wir haben auch diese zwei verschiedene Verben beim Abbiegen. Ich denke mal, ihr kennt mehr girar, gehe ich mal davon aus, weiß es aber nicht. Es gibt aber auch doblar. Fand ich auch persönlich sehr verwirrend, weil doblar habe ich nur als falten gelernt. Also ihr faltet quasi nach rechts. Girar ist ja von drehen. Girokonto, da ist dasselbe Wort, dieses Giro, es ist mit einem Ch ausgesprochen, Giro, und darum heißt auch in Griechenland das Fleisch, das ist der Gyros, Giros, das ist also alles dasselbe Wort, dass ihr nach rechts oder nach links dreht oder nach rechts oder links abfaltet, das sind also die Wörter. Ne? So, fahr geradeaus, sprecht mir bitte nach, ve recto. Berecto, nochmal. Dann will man ja auf Spanisch genauso wie auf Deutsch sagen, fahr immer geradeaus. Auch da ist wieder so ein Schwachpunkt, weil wir vielleicht direkt übersetzen wollen. Wir übersetzen natürlich nicht immer, wir sagen nicht siempre, sondern wir sagen todo, alles. Ve todo recto. Könnt ihr bitte nachsprechen? Ve todo recto. Ve todo derecho. Ve derecho. Super gut, sehr schön. Und es gäbe auch die Möglichkeit, das mit einem anderen Verb auszurücken. Und ich möchte nicht unbedingt, dass ihr alle benutzt. Ich möchte, dass ihr alle versteht. Denn wenn ihr jemanden fragt, willst du ja die Antwort verstehen. Die Frage kannst du dir zurechtlegen. Was ist aber mit der Antwort? Also, die Antwort kann anfangen mit B. Besonders in Spanien. Da die Chance, dass ihr gesiezt werdet, sehr gering ist. Und das Wort wäre dann ganz anders. Ihr fangt an mit B. Oder die Person sagt, sigue. Sigue recto. Könnt ihr das mal bitte alle nachsprechen? Sigue recto. Von welchem Verb ist sigue? Richtig, von seguir. Seguir heißt ja normalerweise folgen. Ist ja ein bisschen komisch, ne? Folge geradeaus.
Aber so ist die spanische Art und Weise, das zu sagen. Sprecht mir nochmal nach. Sigue derecho. Sigue recto. Muy bien. Wenn ihr das googeln würdet, wenn ihr das nachschlagen würdet online oder vielleicht auch manchmal im Navigator, würde noch ein anderes Wort, ein anderes Verb benutzt. Es wird aber nicht auf der Straße benutzt. Ich möchte es trotzdem erwähnen. Es ist das Verb continuar. Das heißt ja sowas wie weiterhin machen. Also schriftlich oder vielleicht in irgendeiner App kann es sein, dass ihr dort lesen oder hören würdet, continua recto. Könnt ihr bitte nachsprechen? Oder continua derecho. Wie würdet ihr übersetzen, sigue por esta calle? Es ist, fahr weiterhin, fahr diese Straße entlang. Ich glaube, das Wort por bei der Wegbeschreibung entspricht unserem entlang. So, fahr diese Autobahn entlang. Sigue por la autopista. Bitte nachsprechen. Sigue por la autopista. Und dann im richtigen Leben, im Alltag, würdet ihr eine Nummer, eine Zahlangabe sehen. A4. Sigue por la autopista 4. Um was zu sagen. Es gibt auch das Wort Autovía. Sprecht mir nach. Sigue por la autovía. Oft wird in Spanien das Wort Avenida benutzt. Wie übersetze ich das? Es ist eine Hauptstraße. Sigue por la avenida. Fahr die Hauptstraße entlang. Manchmal sagt der Spanier, fahr diese Hauptstraße entlang. Wir brauchen Demonstrativpronomen esta, sprecht mir nach. Sigue por esta avenida. Super. Das Wort für Allee, wenn die Hauptstraße Bäumchen hat. Nochmal kurz hier mit reingebracht. Das ist die Alameda. Und in Spanien haben viele Alleen den Eigennamen Alameda so und so. Damit wir das nochmal kurz erwähnen. Sigue por la Alameda. Sigue, jetzt kombinieren wir. Sigue recto por la Alameda. Sigue, mit dem anderen Wort, sigue derecho por la Alameda. Jetzt machen wir das Wort todo rein, immer geradeaus. Sigue todo recto por la Alameda. Wunderbar, jetzt sind wir die ganze Zeit geradeaus gefahren, irgendwann müssen wir ja abbiegen. So, was machen wir auf Deutsch? Ich habe mal überlegt, ich glaube, ich nehme das Verb nehmen, wenn es darum geht, nimm die nächste Straße. Liege ich da richtig? Ist es auf Deutsch nehmen? Okay, weil manchmal übersetze ich zurück von Spanisch auf Deutsch. Nimm die zweite Straße, nimm die nächste Straße rechts. Was sagen wir da auf Spanisch? Ich habe 1, 2, 3, zwei Verben und dann noch zwei andere Fassungen. Wir nehmen entweder toma oder coge. Spanien coge, Lateinamerika niemals coge, dann nehmen wir toma, aber toma kann es auch in Spanien geben. Ne? Coge la siguiente calle, bitte nachsprechen, coge la siguiente calle. Coge la siguiente calle und dann fügen wir nicht hinzu die nächste rechte Straße oder die nächste linke Straße, so wie ich das wahrscheinlich auf Deutsch machen würde, sondern wir sagen das Wort, was ist das hier? Ja. A mano derecha.
die Chance, dass ihr so den Satz hört, ist viel größer, als wenn einer sagt, toma la siguiente calle derecha. Gibt es, aber a mano derecha ist häufiger. Bitte nachsprechen, toma la siguiente calle a mano derecha. Schön, jetzt links. Toma la siguiente calle a mano izquierda. Sehr gut, super. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe das lange als Schüler nicht gemerkt, dass izquierda und derecha, dass das die weibliche Form ist. Und es ist weiblich, weil ich mich auf mano beziehe. Es ist la mano. Es gibt aber andere Konstruktionen, wo es weiblich sein, wo es männlich sein muss, und dann würdet ihr was mit izquierdo und derecho hören. Ihr werdet aber ein Bezugswort haben. Das heißt, nur wenn derecho ganz alleine steht, ohne Bezugswort, ist es geradeaus. Wenn ihr aber das Bezugswort hört, was männlich ist, dann ist es, heißt es rechts. Und das ist unheimlich extrem schwierig. Okay? Genauso könnten wir sagen mit coge, genauso wie mit toma. Toma la siguiente calle a mano derecha. Bitte nachsprechen. Coge la siguiente calle a mano izquierda. Ganz fantastisch. Jetzt können wir aber auch das Abbiegen mit ins Spiel bringen. Gira. Das ist ziemlich weit vorne, nicht so weit im Hals. Es ist gira a la derecha. Wir brauchen die weibliche Form. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Je nachdem, wo ihr seid, je nachdem, wen ihr fragt. Dobla a la derecha. Aussprachetechnisch, das Dobla hört auf A auf, a la derecha fängt mit A an. Wir haben zwei A's, wo ihr nicht absetzen dürft. Dobla a la derecha. Atmen. Dobla a la izquierda. Ist euch das schon mal passiert, dass bei einer Wegbeschreibung jemand zu euch sagt, da nicht abbiegen? Wie würde der Spanier, wie würde der Lateinamerikaner das sagen? Wir brauchen die Befehlsform. Guck mal, auf Deutsch sage ich ja die Grundform. Da nicht abbiegen. Oder ich sage, bieg da nicht ab. Aber normalerweise würde ich die Grundform nehmen. Der Spanier nimmt die Befehlsform negativ. Wir brauchen den Subjuntivo der Verben. Ist egal, vergesst diesen Ausdruck. Merkt euch einfach nur die Sätze. No dobles allí. Bieg da nicht ab. Was hier passiert ist, ich habe dobles und das allí und das verschmilzt. Und das ist schwierig manchmal für unser Gehör, das als zwei Wörter zu empfinden. No dobles allí. Sehr schön. No dobles ahí. Nochmal. Was ist mit girar? No gires ahí. Ist jetzt schwierig mit dem Ch. No gires ahí. Ich könnte genauso gut mit tomar operieren. No tomes esa calle. Ihr merkt, dass das S von tomes in esa mit reingeht und das ist manchmal schwierig fürs Gehör. No tomes esa calle. Falls es mit coger ist, no cojas esa calle. No cojas esa calle. Coger, nebenbei gesagt, wird mit G geschrieben. Nur noch mal kurz, cojas, wie müsste ich das dann schreiben? Schreibe ich es weiterhin mit G? Dann würde ich ja Kogas sagen. Hm? Ja, ich weiche jetzt, ich denke, was mache ich in so einem Fall? Ich nehme das J. Das J.
No cojas esta calle. Dann auch der Spanier, der Lateinamerikaner könnte vielleicht sagen, tienes que, so fängt dein Satz an, tienes que doblar. Bitte nachsprechen, tienes que doblar a la izquierda. Du musst links abbiegen. Meine Handbewegung passte nicht zu der rechten Richtung, aber vielleicht für euch, ihr seht mich ja spiegelverkehrt vielleicht. Tienes que doblar a la derecha. Bitte nachsprechen. Oder aber, und die Chance ist größer, statt tienes que wird er zu dir sagen, hay que. Das hay von es gibt, kombiniert mit dem que ist hay que. Man muss. Es ist einfach nur neutraler. Es ist eine Art und eine Form, es zu sagen, hay que doblar a la izquierda. Könnt ihr mir nachsprechen? Hay que doblar a la izquierda. Hay que doblar a la derecha. Tienes que doblar a la izquierda. Tienes que girar a la derecha. No dobles a la derecha. No gires a la izquierda. Sigue recto. Sigue todo derecho. Wunderbar, prima. Es gibt, ist besonders in Spanien, ist es mir jetzt aufgefallen, sehr viele Kreisverkehre. Finde ich super. Kreisverkehre haben zwei verschiedene Wörter. Ist euch das auch schon aufgefallen? Lateinamerika benutzen wir nur eins. Wir nehmen Glorieta. In Spanien gibt es aber auch sehr oft Rotonda und ich habe gemerkt, es wird so je nachdem benutzt. Also, wenn wir auf den Kreisverkehr stoßen, kann das ja irgendwie eine Referenz sein bei der Wegbeschreibung. Wenn du einen Kreisverkehr siehst, wenn du am Kreisverkehr ankommst, so, das fängt ja an mit dem Wort wenn. Cuando. Es ist ja nicht eine Bedingung, es ist ja, sondern eine sobald, sobald du ankommst. Cuando. Und wir reden von etwas Zukünftigen, auch wenn es erst in 30 Sekunden oder schon in 3 Minuten passiert. Wir brauchen Subjuntivo. Der Spanier in Lateinamerika fängt den Satz an mit Cuando veas. Cuando veas una glorieta. Dobla a la derecha. Gut, alle immer nachsprechen. Cuando veas una glorieta, sigue derecho. Cuando veas la glorieta, no dobles. Satz ein bisschen länger. Cuando veas la glorieta, no dobles. Continúa. Sätze werden länger. Cuando veas la glorieta, no dobles, sigue por la avenida. Sehr schön. Rotonda. Ich weiß nicht warum, ob das mein persönlicher Fall war, vielleicht ist es euch auch schon mal passiert. Das zweite O kam bei mir nie gut raus. Ich hatte immer die Tendenz, ein U zu sagen, vielleicht von rotundamente, von anderen Wörtern. Also das zweite O, mir persönlich, ich muss immer aufpassen, damit ich rotonda sage und nicht ein U. Machen wir mal, wenn du den Kreisverkehr siehst. Cuando veas la rotonda, dobla. Cuando veas la rotonda, hay que doblar.
Cuando veas la rotonda, no gires. Das Thema Kreisverkehr hat noch ein anderes Verb, was sonst nur bei Autobahnausfahrten benutzt wird, und das ist das Verb salir. Salir hatte ich gelernt als ausgehen, rausgehen. Auf der Autobahn wird es benutzt als Abfahrt. Und dieses Konzept überträgt sich für den Kreisverkehr. Wenn dir jemand erklären will, dass du aus dem Kreisverkehr abfahren sollst, würde er das Verb nehmen, salir. In der Befehlsform, fahr raus, fahr ab. Wie ist das auf Spanisch? So wie das Salz, ne? Es ist sal. Ja. Cuando veas la rotonda, sal, und dann je nachdem, wo du rausfahren sollst, ne? Immer das sal beim Kreisverkehr und bei einer Abfahrt von einer Autobahn. Prima. Und es wird bei Wegbeschreibungen öfter mehr in der Zukunft gesprochen als auf Deutsch. Und die Sätze fangen an, vas a ver. Könnt ihr das sofort deuten? Vas a ver. Vas a ver una iglesia. Wirst du sehen. Auf Deutsch sage ich, wenn du da entlang fährst, siehst du plötzlich eine Apotheke. Ich spreche nicht in der Zukunft auf Deutsch. Vielleicht werde ich sagen, wirst du eine Apotheke sehen, aber die Chance, ich sage, siehst du eine Apotheke, siehst du einen Eisverkäufer, ist größer. Vorsicht, auf Spanisch wird dann immer das die Zukunft benutzt. Vas a ver. Vas a ver una farmacia. Wichtiges Wort, weil wir das immer falsch betonen wollen. Bitte sprecht mal mir nach. Vas a ver una farmacia. Es gibt zwei Wörter, die wir irgendwie immer falsch betonen wollen. Das ist Farmacia und das Wort Gestoria. Das ist eben auch so ein bisschen knifflig mit dem IA, wann das I betont wird, wann nicht. Cuando veas una farmacia, sprecht mir nach. Dobla. Sprecht mir nach. Cuando veas una Gestoria, gira. A la derecha. Nochmal zum Anfangsthema. ¿Dónde se encuentra la farmacia? So, bei Fragen, die aber unbestimmt sind, also nicht die Apotheke, das Krankenhaus, das Hotel, der Strand, sondern eine Apotheke, ein Krankenhaus, ich suche einen Strand, ich suche eine Bucht. Alles, was auf Deutsch mit dem Wort ein oder eine anfängt, ist ein ganz anderes Wort auf Spanisch, ein ganz anderes Verb. Ich brauche ei. Ich sage also nicht es da, ich sage nicht encontrarse, donde se encuentra, donde está una farmacia. Nichts Falsches dran, es ist nur so schräg, es sagt keiner. Wir nehmen ei. Sobald ich weiß, dass ihr das höchstwahrscheinlich wisst, es ist nur eine wirklich eine Anwendungssache. Ne? Donde hay una farmacia? Sprecht mir nach. Sehr gut. Donde hay una gestoría? Bravo, sehr gut. Ich habe mich verfahren. Der wichtigste Punkt, es hat oder verlaufen. Wir haben ja hier das Verb auf Deutsch laufen und fahren. Dann haben wir auf Deutsch fair davor. Das heißt, alles ist falsch. Und wir nehmen auf Spanisch in beiden Fällen, beim Laufen und beim Fahren, nehmen wir das Verb perder. Und das heißt verlieren. Wenn du es nachschlägst, wirst du den Vorschlag bekommen, estoy perdida. Als Frau, estoy perdida, was würde der Mann sagen? Estoy perdido, Zustand. Plural, Mehrzahl. Was würden wir sagen, wenn es mehrere sind? Estamos perdidos. Richtig. Alles richtig. Natürlich könnt ihr sagen, ich finde, es hört sich nur sehr dramatisch an. Und deswegen wird man es im Alltag nicht so oft hören.
Wir können das schwächen, die Dramatik ein bisschen mildern durch das Wort algo. Estoy algo perdida. Es klingt dadurch weniger ernst. Aber ich persönlich finde schöner die Möglichkeit mit dem Perfekt. Me he perdido. Es ist das Perfekt, das heißt, mein perdido heißt technisch gesehen, es ist das Partizip. Wir erinnern uns daran, das wird ja nicht angeglichen. Ich weiß, dass mal irgendwann in eurem sprachlichen Leben der Punkt kommt, wo ihr denkt, es ist me perdida, also zumindest ist es mir so passiert. Es ist ja wirklich nur eine Zeitform, das Partizip gleicht sich nie an, nur der Zustand. Nur wenn du sagst, ich habe mich, also verloren, da würdest du es angleichen, niemals beim Perfekt. Me perdido, zwei E-Laute stoßen zusammen, durch das H getrennt, was sowieso keine Rolle spielt bei der Aussprache. Me perdido. Sowohl beim Fahren, als auch beim Gehen, als auch beim Radfahren. Wir haben uns verfahren. Wäre dann. Nos hemos perdido. Nochmal, nos hemos, ich will, dass das S von nos in das hemos mit reingeht. Nos hemos perdido. Super. Hast du dich verlaufen? Te has perdido? Nochmal, te has perdido? Habt ihr euch verlaufen? Os habéis perdido? Ganz andere Geschichte, Lateinamerika. Aber, worauf ich hinaus will, wir sagen ja vielleicht nicht so oft, ich habe mich verlaufen, es könnte aber sein. Deswegen wollte ich es ansprechen. Es ist aber wichtig, der Spanier der Lateinamerika sagt vielleicht auch aus Vorsicht einfach hinzu, verlauf dich nicht. Das klingt zwar komisch, verlauf dich nicht, aber sowas ist eine Floskel, die gerne benutzt wird. No, also ich nehme jetzt dieses perder, dieses Verlieren, reflexiv, dieses perderse, nehme ich ja in der Befehlsform, verlauf dich nicht. Was muss ich dann, welche Form nehme ich dann? Negativ, subjuntivo. No te pierdas. Kann man fast schon gar nicht mehr erkennen, weil das E zu IE aufgespaltet wurde, das NE zu A. No te pierdas. So, sprecht mir nach. Sigue derecho. Hasta la glorieta. Ahí no te pierdas. Sal y toma la próxima calle a mano derecha. Cuando veas una farmacia, sigue por la avenida. Vas a ver una gestoría. No dobles ahí. Ve todo recto. Cuando veas la playa, hay que girar a la izquierda y no te pierdas. Sigue por la avenida. Cuando veas el mar, Abrasiegaro, abgeschlossene Zukunft, Futur 2, was nur ein Scherz ist hier am Ende. Ich muss leider unseren Unterricht beenden, ich kriege hier die Warnungen, vielleicht ihr auch. Schön, dass du laut mitgemacht hast. Vielen herzlichen Dank, wenn du mehr Informationen haben möchtest, wie wir das bald
unter uns Mitgliedern, Schülern so machen werden. Hier ist meine Webseite und wir sehen uns dann im nächsten Video.